I want to say this. Ich möchte dies sagen. If you look at the gravity and the importance of blamelessness. Wenn ihr euch die Schwere und die Wichtigkeit anschaut von der Schuldlosigkeit. This garment of righteousness brings to the church. Dieses Gewand der Gerechtigkeit bringt das zur Gemeinde. Because he says. Denn er sagt. Fine linen, bright and clean, was given her. Weiße Leinen, strahlend und rein, wurden ihr gegeben. And then he says. Und dann sagt er. Fine linen. Weiße Leinen. Stands for the righteousness. Steht für die Gerechtigkeit. That's why I'm saying the garment of righteousness. Deswegen sage ich das Gewand der Gerechtigkeit. Lot in Sodom. Lot in Sodom. If you read his life, he was a righteous man also. Wenn ihr über sein Leben liest, er war auch ein gerechter Mann. And when the Lord was saving Lot alone, his family. Und als der Herr Lot alleine mit seiner Familie errettete. Walking out. Hinausgehen. When you read Genesis 19. Wenn ihr 1. Mose 19 liest. Verse 26. Vers 26. You see a breach. Seht ihr einen Bruch? Look at this. Schaut euch das an. He takes Lot and the family. Er nimmt Lot und die Familie. Because of the righteousness that Lot beheld. Wegen der Gerechtigkeit, die Lot trug. Lot sat at the gates of Sodom. Lot saß an den Toren von Sodom. That's where the prophet sat. Dort saß der Prophet. They gave prophecies there. Sie gaben Prophezeiungen dort. The judges gave judgment there. Die Richter gaben Richterspruch dort. The angels of the Lord came. Die Engel des Herrn kamen. Righteousness helped him to recognize them. Die Gerechtigkeit half ihm, sie zu erkennen. However, jedoch, when they were now saving him and his family alone, als sie ihn jetzt und seine Familie alleine erretteten, because of this trait of blamelessness, wegen dem Charakterzug der Schuldlosigkeit, look at this now. Schaut euch das Folgende jetzt an. Blamelessness helped Lot. Schuldlosigkeit half Lot. Because the angel said, denn der Engel sagte, go, gehe, but don't look, aber schau nicht. And Lot's wife, und die Frau von Lot, who was not righteous, die nicht gerecht war, she looked, sie schaute, until today. Bis heute. Until today. Bis heute. She turned to look. Sie drehte sich um, zu schauen. And she became a monument. Und sie wurde zu einem Denkmal. A monument. Ein Denkmal. Of somebody who had a real opportunity. Von jemandem, der eine wirkliche Gelegenheit hatte. To walk right with God. Richtig mit Gott zu gehen. And looked back. Und schaute zurück. Do you see the church? Seht ihr die Gemeinde? Right now as we speak. Jetzt gerade, während wir sprechen. The church has a real opportunity. Die Gemeinde hat eine reale Möglichkeit. To walk right with God. Mit Gott richtig zu gehen. But I see as though. Aber ich sehe, als wenn. She might become a monument. Sie zu einem Denkmal werden könnte. Because I have seen after the rapture. Denn ich habe gesehen nach der Entrückung. And I've seen the Christians that don't make it rolling on the soil. Und ich habe die Christen gesehen, die es nicht schaffen. Sie rollen sich auf der Erde. Gnashing their teeth. Zähne knirschend. And weeping. Und weinend. And in that dream. Und in diesem Traum. The Lord made me do that. Der Herr brachte mich dazu, dies zu tun. I myself, I rolled in the dream and I crushed my teeth. When I woke up, I went to the mirror first, checked my teeth. Indem ich selber mich in dem Traum wälzte und meine Zähne zerdrückte. Als ich aufstand, ging ich zum Spiegel als allererstes, um meine Zähne zu überprüfen. Halleluja. Halleluja. Now. Jetzt. This garment of righteousness. Dieses Gewand der Gerechtigkeit, that the church is not wearing, welches die Gemeinde nicht trägt, that she is supposed to be wearing, welches sie tragen sollte, that garment, dieses Gewand, also bestows upon the church the following. Verleiht der Gemeinde auch das Folgende. It defines her, es definiert sie, as the redeemed church, als die erlöste Gemeinde.
Let me repeat this. Lasst mich dies wiederholen. For her to enter. Für sie, damit sie eintreten kann. Owing to this garment. Aufgrund von diesem Gewand. That is the true definition of redemption. Das ist die wahrhaftige Definition der Erlösung. That Jesus went to the cross. Dass Jesus zum Kreuz ging. And did not work in vain. Und nicht umsonst arbeitete. But redeemed her. Aber sie erlöste. Until she entered. Bis sie eintrat. That is the true definition of redemption. Das ist die wahrhaftige Definition von der Erlösung. Can we look at that now? Können wir dies jetzt betrachten? Halleluja. Halleluja. Now, if you turn with me the book of Revelation chapter 3, only two verses. Jetzt, wenn ihr mit mir das Buch der Offenbarung aufschlägt, Kapitel 3, nur zwei Verse. Revelation chapter 3, verses 3 to 5. Offenbarung Kapitel 3, Verse 3 bis 5. He says the following. Er sagt das Folgende. Remember therefore what you have received and heard, obey it and repent. But if you do not wake up, I'll come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Was for is key? Vers 4 ist der Schlüssel. Yet you have a few people in Sardis. Who have not soiled their clothes, they have not soiled their garments, they will walk with me, dressed in white, for they are worthy. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. He who overcomes will like them be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden, und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Halleluja. Halleluja. He's saying, er sagt, that there were a few people in Sardis, dass es einige Leute in Sardes gab, that had sustained their garments, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Finest linen, weiße Leinen, bright and clean, strahlend und rein. And then he says something very important. Und dann sagt er etwas sehr Wichtiges. He says, even you as the church. Er sagt, sogar ihr als die Gemeinde. If you will make sure that your garment is not soiled. Wenn ihr sicher geht, dass euer Gewand nicht beschmutzt ist. You also like them. Ihr auch, wie sie. Will walk with the Lord. Werdet mit dem Herrn gehen. Dressed in white. Gekleidet in weiß. Then he says something important. Dann sagt er etwas Wichtiges. He says. Er sagt. He will not blot your names from the book of life. Er wird nicht eure Namen von dem Buch des Lebens streichen. In other words, he's saying. In anderen Worten sagt er. That maintaining the garment of the church. Dass das Beibehalten von dem Gewand der Gemeinde. Finest linen. Weiße Leinen. Bright and clean. Strahlend und rein. Is equal. Ist gleichzusetzen. To maintaining one's name. Wie das Beibehalten von seinem Namen. In a certain book. In einem bestimmten Buch. There is a book. Es gibt ein Buch. There is a day that is coming. Es gibt einen Tag, der kommen wird. When that book will matter. Wenn dieses Buch von Wichtigkeit sein wird. Let me repeat quickly and then get to the point. Lasst es mich schnell wiederholen und dann zum Punkt kommen. He's saying, er sagt, for example, zum Beispiel, if you come to Kenya, wenn ihr nach Kenia kommt, Kenya, you'll find, werdet ihr herausfinden, that there is a ministry in this country. Dass es ein Ministerium in diesem Land gibt.
of registration of persons. Welches Personen registriert. They have a book. Sie haben ein Buch. Which has a list. Welches eine Liste hat. Of all people who are Kenyan. Von allen Leuten, die Kenianer sind. Oh yes. Oh ja. Every country has that book. Jedes Land hat dieses Buch. There is a book that has a list. Es gibt ein Buch, welches eine Liste hat. Of all people who are citizens of the Netherlands. Von allen Menschen, die Bürger der Niederlande sind. Of Uganda. Von Uganda. Whether a baby just born now. Auch wenn ein Baby gerade geboren wurde. And he's saying, und er sagt, that is the citizenship. Das ist die Bürgerschaft. But now, aber jetzt I hear about a book, höre ich von einem Buch, that there is a book, dass es ein Buch gibt, that God himself has authored, welches Gott selber geschrieben hat. And that book, und dieses Buch is called, heißt the book of life, das Buch des Lebens of the Lamb of God, von dem Lamm Gottes. While you are looking for secrets, während ihr nach Geheimnissen schaut, to ensure that on that day, um sicherzustellen, dass an diesem Tag your name be found in the book, dein Name in dem Buch gefunden wird. It is now given. Es wird jetzt gegeben. He's saying, er sagt, if you sustain your clothes, wenn ihr eure Kleider aufrecht erhaltet, fine linen, weiße Leinen, bright and clean, strahlend und rein, like the few people in Sardis, wie die wenigen Leute in Sardis, you also, werdet ihr auch, will walk with the lamb, mit dem Lamm gehen, and dressed in white, und in weiß gekleidet sein. And he says, und er sagt, he will not blot out your name, er wird nicht deinen Namen löschen, from the book of life, aus dem Buch des Lebens. Meaning, das bedeutet, it is going to be important, es wird wichtig sein, that when Jesus dies on the cross, dass wenn Jesus am Kreuz stirbt, and gives us a free garment, und uns ein kostenfreies Gewand gibt, because say, fine linen, bright and clean was given to her. Given. Ihr könnt sagen, weiße Leinen, strahlend und rein, wurden gegeben, wurden ihr gegeben, gegeben. Not purchased. Nicht gekauft. So, deshalb, it's going to be important, es wird wichtig sein, that on the day we repent, dass an dem Tag, wenn wir Buße tun and receive Jesus, und Jesus empfangen, and we get that garment gratis, free of charge, und wir erhalten dieses Gewand gratis, unentgeltlich, it is going to be critical, wird es entscheidend sein, for the church to maintain that garment, für die Gemeinde dieses Gewand beizubehalten. Fine linen, bright and clean. Weiße Leinen, strahlend und rein. We are told, uns wurde gesagt, that is the way you sustain your name in the Lamb's book of life. Das ist der Weg, wie du deinen Namen in dem Lebensbuch des Lammes beibehältst. That is amazing to me. Das ist erstaunlich für mich. Sustaining your name there. Deinen Namen dort beizubehalten. Exodus 32:32, can we read? 2. Mose 32:32, können wir lesen? Exodus 32:32. 2. Mose 32:32. He says, er sagt, but now please forgive their sin, but if not, then blot me out of the book you have written. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Moses saw, Mose sah, that the Lord himself authored that book, dass der Herr selber dieses Buch geschrieben hat. Also, if you want to be a lawyer in Kenya, ebenfalls, wenn du ein Rechtsanwalt in Kenia sein willst, there is a book, gibt es ein Buch. There is a book. Es gibt ein Buch, that has the names of lawyers allowed to practice in Kenya, welches die Namen von den Rechtsanwälten beinhaltet, die eine Erlaubnis haben, in Kenia zu praktizieren. And I think there are some courses they take every year to sustain their names in that book. Und ich denke, es gibt einige Kurse, die sie jedes Jahr belegen, um ihren Namen in diesem Buch beizubehalten. The Lord is telling us, der Herr sagt uns, that there is a book, dass es ein Buch gibt. And when that day arrives, und wenn dieser Tag kommt, it will be important, wird es wichtig sein, that when the book is opened, dass wenn das Buch geöffnet ist, your name
be found written. Dein Name dort geschrieben steht. That's why I said, deswegen sagte ich, this garment that I saw in the three different visions here, dieses Gewand, welches ich in den drei verschiedenen Versionen hier sah, when the church wears it, wenn die Gemeinde es trägt, it represents, es repräsentiert the redeemed church, die erlöste Gemeinde. In other words, the church that enters. In anderen Worten, die Gemeinde, die eintritt. But now, aber jetzt, we have been told, wurde uns gesagt, that strictly the sustaining, the maintaining of the garment, fine linen, bright and clean, not dirty, clean, is what sustains our names in that book. Dass das strenge Beibehalten, dass das Pflegen des Gewandes, weiße Leinen, strahlend und rein, nicht dreckig, rein, dies erhält unseren Namen in dem Buch. Have you seen the gravity of the salvation of Jesus? Habt ihr die Schwere der Errettung von Jesus gesehen? But now, aber jetzt, we are also told, wurde uns auch gesagt, that if you don't maintain your garment, dass wenn ihr nicht euer Gewand pflegt, like I see in the church today, wie ich in der Gemeinde heute sehe, then the Lord is capable of blotting out your name. Dann ist der Herr in der Lage, deinen Namen herauszustreichen. So tell me, sagt mir also, what is the consequence of careless salvation in the church? Was ist die Konsequenz einer sorglosen Errettung in der Gemeinde? Careless. Sorglos. The blotting out of the name. Das Rausstreichen von dem Namen. What happens to the church if she continues in this state of sin? Was passiert der Gemeinde, wenn sie weitermacht in dem Zustand der Sünde? Where false prophets are prophesying about money? Wo falsche Propheten über Geld prophezeien? Scandals with immorality and what and everything? Skandale mit Unmoral und was noch und allem. If this continues, what is the consequence? Wenn sich dies fortsetzt, was ist die Konsequenz? Then the name will be blotted out. Dann wird der Name herausgestrichen. Can we look at when your name is blotted out? Können wir betrachten, wenn dein Name herausgestrichen ist? Because we have seen, denn wir haben gesehen, that book, dieses Buch, is actually the book of citizenship, ist tatsächlich das Buch der Bürgerschaft. It is the book that has the list of citizens of heaven. Es ist das Buch, welches die Liste hat von den Bürgern des Himmels. In other words, in anderen Worten, that book, dieses Buch, is a list, ist eine Liste of the righteous people, von den gerechten Leuten. Hallelujah. Hallelujah. Now let us see what happens if your name is blotted out. Nun lasst uns sehen, was passiert, wenn dein Name herausgestrichen ist. Revelation 13, verse 8. Offenbarung 13, Vers 8. Revelation 13, 8. Offenbarung 13, 8. Have you now seen the consequence of the apostasy you see in the church today? Habt ihr jetzt die Konsequenz gesehen von dem Glaubensabfall, den ihr heutzutage in der Gemeinde seht? This careless Christianity, careless. Dieser sorglose Christentum, sorglos. Even in Kenya it is there. Many, many churches, they don't care. Es ist sogar in Kenia. Viele, viele Gemeinden. Es ist ihnen egal. As long as you take the money, that is it now. Solange man das Geld nimmt, das ist es jetzt. They simply don't care whatever you do. Es ist ihnen ganz einfach egal, was auch immer du tust. Even with this greatest revival in Kenya, there are churches still doing this. Sogar mit dieser größten Erweckung gibt es immer noch Gemeinden in Kenia, die dies immer noch tun. The consequence, die Konsequenz, is that your name will be deleted from the list of citizens of heaven, ist, dass dein Name von der Liste der Bürger des Himmels gestrichen wird. God will not understand postmodernism. Gott wird nicht die Postmoderne verstehen. In heaven there will not be a modern Christian, but there will be a holy Christian. Im Himmel wird es keinen modernen Christen geben, sondern einen heiligen Christen. It will not matter to God whether you are Chinese or you are black or you are yellow or you are what, but what matters is holy. Es kommt bei Gott nicht darauf an, ob du chinesisch bist oder du schwarz bist oder du gelb bist.
oder was auch immer. Aber worauf es ankommt, ist heilig.